Ich hatte euch bereits gestern ein Video bezüglich Lotto-K.O.-Systeme zur Verfügung gestellt gehabt. Allerdings war die Tabelle etwas unübersichtlich und vor allem auch etwas chaotisch. Jetzt habe ich das Ganze zusammengeschoben und wie ihr selber seht, wir kommen insgesamt auf 13 Spalten und insgesamt 7 Reihen. Macht bitte am besten davon einen Screenshot und wir fangen gleich auch mit der Tabelle an. So, wir haben hier die Tabelle. Das sind im Lauf der insgesamt 6 Ziehungen auf www.lottozahlenonline.de. Könnt ihr euch gerne das Ganze mal anschauen. Das sind im Lauf der Zahlen. Ich werde jetzt die Zahlen hier übertragen und wir schauen, was die Tabelle hier wirklich kann und was wir hier am Ende erreichen können. Also, wir haben hier 1, 2, hier wurde ein Vierer getroffen auf insgesamt 13 Spalten. So, machen wir weiter mit der nächsten Reihe. 12, 27, 32, 35, 39 und 42. Wir haben hier insgesamt 3x Dreier. Also, ich habe das Ganze über 100 Ziehungen ausgewertet. Davon hat das System insgesamt 6 bis 7 Mal nicht getroffen. Aber das Gute hierbei ist, wir haben hier wieder einen Dreier. Hier kann man jedes Mal, wenn man verliert, das Spiel verdoppeln. Also das ist das Tolle dabei. Und dementsprechend muss man sich über die Verluste keine Sorgen machen. Weil wenn man nicht trifft, kann man das Spiel einfach so stehen lassen und einfach die Spalten weiterspielen. Also hier wieder ein Vierer. 1, 9, 11, 30, 35, 37. Wieder ein Vierer hier oben. Ich hatte hier sogar auch einen Fünfer gehabt. 21, 34 und 42. So, hier haben wir auch einmal Vierer. Also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit hätte man bzw. 50% des Spielfeldes abgedeckt. Wenn jetzt ein weiterer Spieler gegen uns spielen würde, so kann man immer beziehungsweise sollte immer einen Spieler treffen, es sei denn, es kommt so eine Linie, wo wirklich das System selber nicht trifft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie spielt man auf so ein System? Also, wie ich bereits erklärt habe, wir schauen uns Lauf der Zahlen an und wir können uns hier für 6 Spalten entscheiden. 4, eventuell 5 und hier schon 6. Spalte. Also ihr seht, das Spiel ist fast so gut wie voll. Ja, das ist halt eben das Tolle dabei. So. Jetzt kopiere ich mal Spalte 2, setze sie hier rein, Spalte 4 wird genauso kopiert und hier eingesetzt, Spalte Nummer 6. Die Zahlen sind mittlerweile schön sortiert, wie gesagt, ich müsste das Video nochmal neu machen und dementsprechend muss man hier auch nichts mehr verschieben, das ergibt sich alles vom alleine und das war's auch schon. Also wir haben insgesamt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Linien hier ein K.O.-System. Sollte das System nicht treffen, lässt man den Schein einfach weiterlaufen und setzt ein weiteres Schein nochmal drauf. Hierbei handelt es sich um ein verkürztes System. Das bedeutet, je weniger Spalten, je weniger Reihen, umso mehr natürlich kann man sparen und umso mehr und höher kann man auch das System angreifen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Alles Gute und bis bald.